Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Après-Ski-Party auf dem Platz der Völkerfreundschaft. BSZ Liechtenstein wirbt mit Pflegeberufen und Julius Tannert will Weltmeister werden. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur Montagsausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Das Schneechaos hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt und auch die Nutzungsuntersagung für die Sporthallen in der Region wurde heute Morgen wieder aufgehoben. Diese sind also wieder ohne Einschränkungen nutzbar. Auch dank vieler freiwilliger Helfer war dies so zeitnah möglich. Um ein Oktoberfest zu erleben, muss man nicht unbedingt nach München fahren. Ballermann-Partys feiert man längst nicht mehr nur in Mallorca. Und ja, auch um bei einer Après-Ski-Party mit dabei zu sein, braucht man nicht mehr in ein Skigebiet zu fahren. Letzteres gibt es, dank dem Veranstaltungs- und Partyservice Schwarz, bereits zum 7. Mal auch in Zwickau. Hallo! Die Zwickauer haben es wirklich gut. Die Après-Ski-Party steigt nicht vor der Haustür der Stadt, sondern quasi im Wohnzimmer. Sprich mitten im Stadtgebiet auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Ein paar wenige Minusgrade mehr und es wäre wirklich eine richtige Après-Ski-Party geworden. Aber so gab es nur einen Mix aus Regen und Schnee. Dennoch strömten über 4000 Party-People ins Festgelände. Ja, also wir sind selber überrascht und erstaunt. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die den Mut gefasst haben, heute bei diesen vorsichtig ausgedrückt Scheißwetter hier auf den Platz zu kommen. Mittlerweile, denke ich mal, ist die Veranstaltung auch so bekannt in Zwickau und Umfeld, dass viele Leute eben einfach auch wegen der Party herkommen. Und jetzt ehrlich gesagt, in den Skigebieten ist auch nicht gerade das beste Wetter im Moment. Da hatte Ralf Schwarz ohne Zweifel recht. Um Lawinen musste man sich in Zwickau jedenfalls keine Gedanken machen. Wer an einen Schirm gedacht hatte, der war allerdings gut beraten. Mit der richtigen Partymucke und mit heißen Winter-Go-Gos war der Regen aber schnell vergessen. Die Zwickauer und deren Gäste können feiern. Die Bilder sprechen für sich. Dank der Firma Wagert konnten wir uns die Party auch mal aus luftiger Höhe ansehen. Frieren musste in dieser Nacht nun wirklich niemand. Da gab es ein offenes Feuer, Heizpilze, wärmende Getränke und jede Menge Bewegungsmöglichkeiten. In erster Linie war natürlich Tanzen angesagt, aber man konnte sich auch mit Tannenbaumweitwerfen sportlich auf Temperatur bringen. Gegen 21 Uhr waren es schon 50 Mann sind es bestimmt, genau. Bester Wert bis jetzt. Also da weit ist es 10 Meter. Ja. Den Siegern winkten tolle Preise. So zum Beispiel 2 Eintrittskarten der Kultur Z. Apropos, nicht nur die Besucher hatten etwas von der Party. Man feiert hier traditionell für einen guten Zweck. Ja, wir haben wieder die Tombola, unterstützen damit ganz sehr das Spielhaus in Zwickau. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Bedanken uns in dem Wege nochmal schon bei der Industrie, die uns die ganzen Preise zur Verfügung gestellt haben. Und das ermöglicht im Prinzip sozial schwachen Kindern in die Auffangstelle in der Hauptstraße, Spielhaus zu gehen und dort auch gut betreut zu werden. Das ist uns ganz wichtig, Kinder sind unsere Zukunft. Und aus dem Sinne oder aus dem Grund machen wir das natürlich jedes Jahr. Und jetzt möchte ich euch zwei junge Damen vorstellen, die wir jedes Jahr zur Après-Ski-Party haben, nämlich Schnee und Flocke und... Auch in diesem Jahr führte Daniel Pavel von Radio Zwickau durchs Programm, akustisch unterstützt von DJ Ash. Optisch wurde die Show von 2 hübschen Schneeflocken aufgewertet. Eine andere Aufwertung fiel leider den Temperaturen
und dem Regen zum Opfer. Wir haben uns gestern ganz viel Mühe gegeben, haben noch eine Schneebar gebaut, die also als Willi-Bar eigentlich sein sollte, mit Beleuchtung und allem. Heute, wo wir gekommen sind, war sie fast abgedauert, also das ist schade drum gewesen. Aber vielleicht haben wir irgendwann das Glück, dass wir sie bauen können. Doch auch ohne die Schneebar hatten die Partybesucher ihren Spaß. Das Besondere, dass es hier mal anders ist als sonst überall. Die Musik und der Alkohol. Ja, die Stimmung allein schon und die vielen Menschen und dass es halt immer auch nur einmal im Jahr ist. Da hier in der Umgebung nie was los ist, ist das hier richtig cool und ja, da muss man nicht extra nach Österreich fahren. Okay, dann doch viel Spaß. Danke. Auch die 7. Après-Ski-Party auf dem Platz der Völkerfreundschaft war ein Erfolg. Steigt im nächsten Jahr die 8.? Also ich möchte da definitiv sagen, ja. Na, das sind doch tolle Aussichten. Und wer weiß, vielleicht klappt es 2020 ja auch mal mit dem Schnee. Die Älteren werden sich sicher noch erinnern. Früher gab es 4 Bildungsabschlüsse bzw. Wege. 10. Klasse, Abitur, Berufsausbildung mit Abitur und Berufsschule. Heute sind diese Möglichkeiten wesentlich umfangreicher. Einen Einblick in die derzeitige Vielfalt vermittelte vergangenen Samstag das berufliche Schulzentrum für Wirtschaft, Ernährung und Sozialwesen in Liechtenstein. Dies hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Gedränge auf den Gängen und in den Räumen. Zahlreiche individuell geführte Gespräche. Hier und da Versuche, die den Schulalltag in den verschiedenen Unterrichtsfächern verdeutlichten. Zum Tag der offenen Tür am beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft, Ernährung und Sozialwesen Liechtenstein war reges Treiben zu beobachten. Das Interesse für die mannigfaltigen Bildungsmöglichkeiten war groß. Auch Nutznießer einer dieser Ausbildungen waren vor Ort und bestätigten gern die Qualität der genossenen Bildung. Ja, das war auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ich habe Gesundheit und Soziales als Fach belegt und ich studiere jetzt Lehramt an Grundschulen in der Technischen Universität in Chemnitz. Und es hat sich auf jeden Fall rentiert, hier das Abi zu machen. Ich habe auch Gesundheit und Soziales hier gemacht und ich studiere jetzt in Mainz Sozialverwaltung und es bringt mir in einigen Bereichen auch im Studium viel. Ich kann viel anwenden vom Abitur, was wir gemacht haben. Ein solches Abitur mit sogenannter fachlicher Tendenz ermöglicht aber auch jedes andere Studium an einer Universität. Das Hauptaugenmerk war an diesem Tag allerdings auf den Zweig der Pflegeberufe gerichtet. Auch in diesem immer notwendiger werdenden und so wichtigen Berufszweig bietet das Schulzentrum mit seinen Außenstellen einige Möglichkeiten. So zum Beispiel für den staatlich geprüften Krankenpflegehelfer. Der Krankenpflegehelfer bedarf als Voraussetzung den Abschluss 9. Klasse, also den Hauptschulabschluss. Und er wird vorwiegend natürlich auch im Zuge dessen, dass man Kosten sparen muss, in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen eingesetzt. Das heißt, er ist überall im pflegerischen Bereich tätig. Doch die allgemeine Nachfrage geht immer noch in die klassische Richtung. Die größte Nachfrage, der größte Anteil ist natürlich die duale Ausbildung. Dort sind die meisten Schüler. Die haben bei uns die theoretische Ausbildung und die praktische Ausbildung in ihren Ausbildungsbetrieben. Den zweiten Schwerpunkt, und das ist auch für heute unser Thema, ist das berufliche Gymnasium. Dort haben wir durch die Vierzügigkeit natürlich die meisten Schüler und auch die meisten Bewerberzahlen. Und wo gibt es denn auf dem Markt, also wenn die Ausbildung hier beendet ist, die größte Nachfrage? Ja, wir wissen es alle. Wir hören es alle täglich in der Presse. Die größte Nachfrage ist im sozialen Bereich.
Und wir brauchten eigentlich am meisten Krankenpflegehelfer und Altenpfleger. Aber dort sind die Bewerberzahlen noch gering. Aber ich denke, wenn der Markt sich dort bewegt, wird auch das sich entwickeln. Das Erlernen beruflicher Kenntnisse ist die eine Seite der Medaille. Viel wichtiger ist es für jeden Absolventen, danach in Lohn und Brot zu kommen. Liechtensteiner Absolventen haben allerdings auch da gute Chancen. Da können wir sehr positiv unsere Analyse betreiben. Bei den dualen Ausbildungen haben wir fast 100%, dass sie in den Betrieben übernommen werden. In den Vollzeitausbildungen ist es bei den beruflichen auch so. In den Erziehern, bei den Altenpflegern, bei den Sozialassistenten werden uns quasi die Auszubildenden sofort vom Arbeitsmarkt weitervermittelt. Bei den studienqualifizierenden Ausbildungsrichtungen wie Fachoberschule und beruflichen Gymnasium geht ungefähr ein Drittel zu einem Studium an eine Universität, an eine Fachhochschule. Aber es gehen auch sehr viele dann in die berufliche Ausbildung und machen dann nochmal einen dualen Beruf. Wie eingangs erwähnt, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Welche schulische Voraussetzungen benötigt denn jemand, wenn er an dieser Schule etwas erlernen möchte? Da kann ich natürlich sagen, wir haben für jeden etwas. Wir haben für den Abgänger von der Hauptschule einen Beruf. Wir haben für die Abgänger der Realschule ein ganzes Spektrum von Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten. Aber auch jemand, der von dem Gymnasium kommt, dort schon eine allgemeine Hochschulreife hat, kann auch bei uns beruflich sich weiterentwickeln. Kommen Sie einfach zu uns, fragen Sie uns und wir finden sicherlich eine Möglichkeit, Sie weiterzuentwickeln. Und dieses Angebot gilt selbstverständlich nicht nur für Liechtenstein, sondern auch für die Außenstellen in Wilkau-Haslau und in Merane. Werbung. ABC, kommt alle mit! Die Ranzenfete wird der Hit! Die Ranzenfete. Mit coolen Schulranzen, Modenschauen und der Aktion ausgewählte Ranzen 10% günstiger. Samstag, 26. Januar, 10 bis 17 Uhr im Bürgersaal vom Zwickauer Rathaus. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil man hier für sein Geld wirklich was geboten bekommt. Es gibt nicht nur super Kurse, sondern steht ja auch ein riesiger Anbau an, der dann eine größere Fläche und viel mehr Trainingsgeräte und Bereiche bietet. Und da freue ich mich wirklich drauf. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Die Reise deines Lebens wartet auf dich. Der neue Citroën Berlingo als Diesel der jüngsten Generation. Schon ab 189 Euro im Monat. Die Familie haben wir nicht erschaffen. Aber das perfekte Familienauto. Premiere am 15. September bei deinem Citroën-Händler. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stuhlversorgung,
Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Kennen Sie uns? Seit 17 Jahren machen wir ein Fass auf in Zwickau. Hohe Produktqualität und Freundlichkeit, das zeichnet uns aus. Unser Sortiment umfasst ein großes Angebot an Spirituosen, ausgesuchte Fassweine, eine gute Auswahl von Ölen und Essigen, eine kleine Feinkostecke und natürlich Flaschenweine. Auch vorgefertigte Präsente von klein bis groß finden Sie bei uns zu jeder Zeit. Wir führen regelmäßig Essig- und Öl-Workshops sowie Whisky-Verkostungen durch. Besuchen Sie uns in der Hauptstraße 30 bis 32. Wir freuen uns auf Sie. Durch Unbekannte wurde im Ortsteil Neudörfel der Gemeinde Pöhl im Zeitraum vom Samstag 17.30 Uhr bis zum Sonntag 11 Uhr versucht, die vor einer Gaststätte stehende lebensgroße Holzfigur der Moosma zu entwenden. Diese war auf einem Betonsockel mittels Schrauben befestigt. Des Weiteren wurde die Überdachung, welche sich über der Holzfigur befand, abgesägt. Ein Diebstahl der Figur gelang vermutlich durch das hohe Eigengewicht nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 1.400 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Plauen. Der Moosma gehörte zu der Kneipe zum Moosma und die Figur sollte verkauft werden, da die Kneipe seit 01.01.2019 geschlossen hat. Die städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau haben zwei neue Omnibusse des Herstellers MAN angeschafft. Mit dem neuen Standard sowie Gelenk-Omnibus verjüngt die SVZ ihre Busflotte. Die neuen Niederflurbusse ersetzen ältere Fahrzeuge aus den Baujahren 2000 und 2004, die beide zwischen 600.000 und 800.000 Kilometer öffentlichen Nahverkehr im Einsatz waren. Der Standard-Omnibus hat bereits am 10. Januar 2019 seinen Dienst im Bediengebiet der SVZ GmbH aufgenommen. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Bad Elster freut sich, den Ausnahmeschauspieler Ben Becker mit seiner musikalischen Lesung »Der ewige Brunnen« am Sonnabend um 19.30 Uhr im König-Albert-Theater erneut begrüßen zu dürfen. Dieses neue Programm des Schauspielers beinhaltet eine von ihm selbst getroffene Auswahl großer deutscher Dichtkunst. Von Goethes Erlkönig bis Theodor Fontanes John Maynard, von Schillers Der Handschuh bis Heines Die Lorelei, aber auch poetische Kleinode wie die Ballade Nies Randers von Otto Ernst oder Rio Reisers Songtext Übers Meer werden von Ben Becker in seiner ganz persönlichen Bühneninterpretation vorgetragen. Begleitet wird Ben Becker am Piano von seinem langjährigen Freund und musikalischen Wegbegleiter Jojo Röhm. Werbung. Ferner zukünftig.
Glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Der Gasthof Giegengrün und das Giegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Giegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Giegengrün. Im Zwickauer und im Vogtland gibt es neben Tausenden von Motorsportbegeisterten natürlich auch zahlreiche Motorsportler. Zu den derzeit erfolgreichsten zählt zweifelsohne Julius Tannert. Der Lichtentanner sitzt seit 2012 im Cockpit unterschiedlichster Rallye-Autos. Seit 2016 ist er bei EM- und WM-Läufen dabei. Seit 2 Jahren mit einem Ford Fiesta R2T bei der FIA Junior World Rallye Championship. Vergangene Woche hatte Tannert ins August-Horch-Museum eingeladen. Er sagte damit allen Danke, die ihn in der abgelaufenen Saison, in welcher Art und Weise auch immer, unterstützt haben. Das betraf Freunde und Bekannte, vor allem aber die Sponsoren und sein Serviceteam, ohne die der Start bei der Weltmeisterschaft gar nicht möglich wäre. Anerkennende Worte gingen ebenso an die Medien, so auch an TV Westsachsen. Denn die Berichterstattungen sind ein entscheidender Part in der im Motorsport wichtigen Öffentlichkeitsarbeit. Der Rallye-Pilot ließ anhand von beeindruckenden Filmsequenzen seine Gäste noch einmal die vergangene Saison mit- und nacherleben. Alle Hochs und Tiefs, die dieser Sport mit sich bringt. Natürlich gab es auch einen Blick voraus in die anstehende Saison. Dafür gelte es noch, den einen oder anderen Sponsorenvertrag unter Dach und Fach zu bringen.
und dann der Satz des Abends. Ich werde im Mai 29. Aufgrund der Altersbeschränkung in der Junior-Rallye-Weltmeisterschaft ist dies meine letzte Saison. Also auch meine letzte Möglichkeit, den Titel zu holen. Und das ist mein klares Ziel. Gelänge dieses Vorhaben, würde Tannert 2020 eventuell die Möglichkeit haben, weiterhin im Rallye-WM-Geschehen dabei sein zu können. Dabei sein will er auch vor heimischem Publikum bei der AVD-Rallye Ende Mai. Egal wo, auf welchen Pisten unterwegs, möge die Defekthexe nie an Bord sein. Sowohl die Plauener als auch Zwickauer Wasserballer konnten ihre Spiele in der Bundesliga Gruppe A bzw. der zweiten Liga Ost siegreich gestalten. Mit einem beherzten Auftritt hat der SVV Plauen gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Potsdam zwei wichtige Punkte geholt. Mit diesem nie gefährdeten 17:12 Sieg vor heimischer Kulisse konnte der SVV auch Selbstvertrauen tanken. Denn am 26. Januar geht es wiederum im Stadtbad gegen den gegenwärtigen Tabellenzweiten aus Spandau. Der SV Zwickau 04 bezwang hingegen Plauens Zweite. Nach großem Kampf konnten die Muldestädter einen Rückstand noch in ein 9:6 umbiegen. Plauen behauptet trotzdem weiterhin Platz 2 in der Tabelle. Zwickau hält mit 7:5 Punkten Anschluss nach oben. Im ersten Spiel unter Trainer Norman Rentsch hatten die BSV-Frauen gegen den Tabellenvierten aus Mainz keine Chance. Nach 60 Minuten hieß es 30:23 für die Mainzer Dynamites. Die Rheinland-Pfälzerinnen überzeugten mit perfektem Konterspiel. Sie nutzten eiskalt das inkonsequente Abwehr- und Angriffsverhalten der Zwickauerinnen aus. Die Einheit aus Plauen läuft weiterhin einem Erfolg hinterher. Mit 22:29 zogen die Richterschützlinge zwar den kürzeren, gegen den Tabellendritten HC Burgenland konnte aber über weite Strecken gut gegengehalten werden. Die Einheit verbleibt weiter auf dem letzten Tabellenplatz und muss hoffen, dass Grubenlampe Zwickau mit einem Sieg gegen Jena nicht weiter davonzieht. Unbeeindruckt zieht dagegen der SV 04 Oberloser in der mitteldeutschen Handball-Oberliga seine Kreise. Auch bei den heimstarken Köthenern gingen sie als Sieger vom Parkett. Mit einem 30:25 festigten sie den zweiten Tabellenplatz. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Dienstag beginnt wolkenverhangen. Regnen oder schneien wird es aber erst in der zweiten Tageshälfte. Das Thermometer erreicht maximal 2 Grad, dazu gesellt sich ein lebhafter Westwind. Und die Aussichten, eine tiefgreifende Wetteränderung ist in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Es bleibt stark bewölkt, Niederschläge sind aber nur vereinzelt möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und maximal 5 Grad. Ja, und damit hätten wir den ersten Tag dieser Woche auch schon wieder geschafft. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder.